Let's play Hellblade Senua's Sacrifice. Vorweg eine Kleinigkeit, ich habe das Intro gerade schon mal angeguckt, dann ist aber meine Internetverbindung abgebrochen, ist egal. Soll ein unglaublich geiles Spiel sein. Ich habe extra sämtliche Donation Alerts und so ein Zeug ausgemacht. Für euch, liebe YouTube-Kids, den Stream-Kids habe ich schon gesagt, für euch YouTube-Kids, setzt euch Kopfhörer auf. Das arbeitet mit so 3D-Supi-Dupi-Schnuppi-Sound. Ich habe da eben kurz reingehört, wie gesagt, das ist abgefahren. Das ist richtig abgefahren. Setzt euch Kopfhörer auf, macht so laut, wie ihr tragen könnt. Nein, also nicht so gigalaut, aber es ist echt schon richtig krass. Also, wir gucken jetzt nochmal kurz das Intro an. Und, das ist... Ich würde sagen, wir starten einfach. Also, was ich da hören konnte, war schon crazy. Ich werde auch nicht so viel sagen übrigens. Das Spiel spricht sehr viel für sich, also wundert euch nicht. Kennt man gar nicht von mir. Sprache und Quatsch die ganze Zeit. Who are you? Safe with me. I'll be right here, nice and close, so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. Dead. It's breathing. It's breathing. She's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. What is she doing? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already dead. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Can you see them? He's in hell high. Look. Up ahead. In hell high. You see it too. You promised you gave me. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call hell. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. They're watching. Stop. Can you feel them watching? They're watching her. What is she thinking? I can tell you.
She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. They can feel you. You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Senua's fear runs far, far deeper. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Alter Lachs, ich habe ja gesagt, ich will nicht so viel reden, aber ich weiß nicht, wie das, also ich habe ja relativ gute Kopfhörer. Focus. Look closer. Look. Use your eyes. Why isn't she looking closer? She needs to look closer. Focus. Alter! Ist ja gut. Ich habe wirklich das Gefühl, dass jemand hinter mir spricht, ne? Das ist richtig, richtig abgefahren. Die Hauptstimme, also das ist wirklich tatsächlich auf dem linken Ohr so, als wär's dahinter. Ey, das ist... Puh, okay. Ah. Do not forget my story, Senua. Because your darkness comes from hell. And your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate. But gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the River of Knives, that flows from the dark world of Niflheim. Man hört sie atmen. Was selten gehabt. Ja, wir müssen ganz weit reiten.
hungers for it. Like a pack of wolves on a hunt. But he's not stopping. Bei mir ist alles gut, Sperr. Bei mir geht alles ganz sauber raus. Ich habe keine. Es scheint Twitch zu sein. Sorry. Also ich sehe das ja sofort im OBS. Which lies the halls of hell, the place they call Helheim. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved, Dillian. Gerade mal geguckt, ich habe auch so einen Nachladeruckler bei mir. Das ist Twitch, das tut mir leid, da kann ich nichts dran machen. Also bei mir geht alles sauber raus, ich habe nicht einen Frame verloren. Sorry. Nee, das habe ich jetzt schon seit, weiß ich nicht, 2 Wochen, Blade. Das hätten auch nur die Leute, also davon profitieren eh nur die Leute, die in Chrome gucken. Okay. Tut mir leid. Das ist Twitch. She forgets too. But she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. Nee. The old fool said there was a hidden path up to it. Let's see, shall we? Ja, es ist tatsächlich leider wirklich Twitch. Also ich habe gerade geguckt, meine Leitung ist wieder komplett da. Also es war eben. Ich könnte mir ja zwischendurch mal Feedback geben. Alter, diese Geräusche. Vielleicht ist ja irgendein E-Sport-Kram oder irgendwas Großes, was die Server flasht. Ich weiß es nicht. Aber es ist spannend, das Spiel ist tatsächlich körperlich anstrengend, ey. Dieses dauernd links, rechts, geradeaus, Sounds ist schon abgefahren, ey. Ich weiß noch nicht, wie ich laufen kann, ey. Also ich weiß, dass ich hier mit der Schießensäuse kann ich zoomen.
Wieder hat mir auch nichts. Ah, hier. LR ist laufen. Okay. Geschichtenstein, Geschichtenstein, erzählt uns was Spannendes. The Northmen speak of 9 worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. Okay, kleiner Abriss der nordischen Mythologie. Was interagieren? Chat, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Könnt ihr sagen, wenn jemand hinter mir ist? Weil die haben gerade definitiv von rechts hinter mir gesprochen. Und die andere Frau spricht immer von links hinter mir. Es gibt aber auch welche, die sprechen von oben mit mir. Ganz am Anfang des Spiels kommt übrigens eine Warnung. Sollte man Probleme mit psychischen Krankheiten haben oder überhaupt irgendwie ein zartes Gemüt, dann solle man vorsichtig mit dem Spiel sein und es wird eine Seite verlinkt, auf der man Hilfe bekommt. Also, Obacht, ich habe euch gewarnt. Ich bin auf jeden Fall schon ganz gar. Ich weiß nicht. Das ist eigentlich nie eine gute Idee, wenn man Stimmen im Kopf hat und die sagen einem, man soll da einfach runterspringen. You're not safe. Why did she do that? She shouldn't have done it. She can't go back now. No, this is it. Komm mal auf zu lachen! Ist denn jetzt besser mit dem Stream? Es tut mir nämlich sehr leid bei dem Spiel. Aber alles gut. Nein! Don't kill me! I'm not one of them! Don't listen! What? I was just hiding! I find I live longer that way. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. Look, I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Thank you.
Alter, der Effekt ist so abgefahren. Guckt euch das mal an. Geil, sie leuchtet. Wir suchen das Rühnchen. Rühnchen. Überall sind die Mmms. Sieht aber echt gut aus für so ein kleines Team. Okay, ich versuch mal nicht der Immersionsbrecher Franz zu sein, okay? Sorry. Darf ich wieder hoch? Da haben wir die Stimme gesagt, da ist es nicht. Da sind wieder Mms. It's near. Focus and you will find it. Look towards the gate and the gate will open. Go through it. It's dangerous. Follow it. What's behind the gate? Where will it take you? It's not safe. The gate is open. Go through the gate. Go through it. It's dangerous. Follow it. What's behind the gate? Where will it take you? It's not safe. It worked. I spent 6 years enslaved in hell, but I watched the Northmen, learned their ways. I know you did. You listened when everyone else laughed. My people paid a heavy price. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Joins us. Nein. She once tried to make them go away. Yeah. Pretend they weren't real. But what good is that? When we are always here. Is near, waiting for you to make that little slip. You can't just wish things away. Ich sitze halt das shaky Zeug. Ich sitze halt hier vor einem 32 Zoll Curved Monitor, ne? The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed. And with her, you must bargain. Macht die nicht auch Gewürzketchup? Genau, für alle, die sich wundern, die Donation Sounds sind aus. Ich würde mir wahrscheinlich schwer in die Hose machen, aber ich finde. Ich fände die Einblendung ein bisschen schade, weil die. Bei euch da drüber liegen würden und ich finde das Spiel ist doch schon gruselig genug. Freue mich natürlich trotzdem. Also ich sehe auch alles, es macht doch kein Geräusch.
gate to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Alter, diese Stimme. Vision of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Gut. Gut, gut. Gut.
Gut. Ist ja super. Also sollten wir nicht mehr failen. Also jedes Mal, wenn wir sterben, breitet sich die Beule aus. That is what Dillian taught her. Ah. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow. Whatever the cost. Really? Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valravn. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. It won't open. How will she get through? Why won't it open? Why can't she open it? She needs to challenge the gods. She has to fight two gods first. Two gods? Two gates. Which will she choose first? One of them will kill her. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt. And the god of illusion, Valravn. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. Ich habe natürlich auch nicht in die Steuerung geguckt. Ne? Ich habe das eben völlig random gemacht. Ich habe, glaube ich, ein paar Tasten rausgefunden. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow whose milk fed the giant. That's right, a cow, but you weren't expecting that. Liebe YouTube-Kids, wir machen hier kleine Pause. Nächste Folge geht's weiter. Ich bin völlig gar. Wie gesagt, setzt euch Kopfhörer auf. Das macht euch wahnsinnig. Versprochen. Bis gleich, ne?